Moin Leute, ich bin Freddy von Freddy's Kitchen und heute mache ich Maggi-Gelee. Und wenn dich interessiert, wie ich das mache und was es ist, wenn du es nicht kennst und warum ich das mache, dann bleib kurz dran. So, vor dem eigentlichen Video noch ein paar kurze Worte zu diesem Video. Warum ist dieses entstanden? Der Kanal Gartenarche hat eine Challenge ausgelobt und ich bin einer der nominierten Kanäle. Die Challenge oder der Inhalt der Challenge lautet Lieblingsgericht trifft Kochsünde. Und der Sinn dieser ganzen Geschichte oder der Inhalt dieser Challenge ist, dass ein typischer Kochkanal auch mal etwas vorstellt, was eben man vielleicht nicht unbedingt auf einem Kochkanal vermuten würde. Also eine Kochsünde. Ich nenne es bei mir kulinarische Leichen. Auch ich habe solche natürlich. Ich esse auch bestimmte Dosengerichte irgendwie ganz gerne. Oder solche Sachen mit Geschmacksverstärkern. Und eins davon ist dies. Das werde ich euch im Nachgang gleich nochmal kurz vorstellen. Das ist also meine Kochsünden-Challenge. Ja, danke schon mal an die Gartenarche für die Nominierung und die Benennung meines Kanals hierfür. Liebe Grüße da auch hin. Wenn ihr den Kanal selber noch nicht kennt, guckt ihn euch gerne mal an. Ich verlinke ihn euch unten in der Infobox und auch hier oben gleich nochmal eben. Schau da gerne rein und es ist sehr humorvoll, finde ich. Also es trifft genauso meinen Humor, was ich da immer so sehe. Und ja, die Rezepte sind immer relativ simpel und einfach, also und lecker. Also guckt mal rein, besucht ihn nochmal und falls ihr ihn noch nicht kennt, und abonniert gerne mal. Ein weiterer Teil dieser Challenge ist auch, weitere kleinere Kanäle hier mal zu benennen und auch zu animieren, an dieser Challenge mal mitzumachen. Warum macht man das? Natürlich, man will sich gegenseitig ein bisschen unterstützen, die Zuschauer auch mal auf den anderen Kanal leiten und dort auch diesen Kanal mal kennenlernen und wenn es geht natürlich auch mal ein Abo dalassen. Das ist ja auch immer ein Teil, so sehe ich das zumindest, immer ein klein bisschen Wertschätzung der Zuschauer für die Arbeit, die man sich dort macht. Und das ist eben auch so ein Video schneiden und aufnehmen. Das Aufnehmen ist ja eigentlich noch das Schnellste und das Schneiden und die ganze Nacharbeit, das dauert ja alles am längsten. Und wenn man dann sieht, dass die Zuschauer das auch honorieren, zum Beispiel eben mit einem Abo, weil die sagen, Mensch, die Arbeit ist toll und kommen deswegen auch immer wieder, dann freut sich jeder Kanalbetreiber bei YouTube natürlich auch. Und insofern, auch ich benenne jetzt hier im Folgenden gleich nochmal erstmal drei kleine Kanäle, wie gesagt, in der Hoffnung, dass sie selber mitmachen. Gut, fangen wir erstmal damit an. Der erste Kanal, den ich euch vorstellen möchte, das ist der Kanal Kitchen Granny. Hier möchte ich mich auch dafür mal revanchieren und bedanken, dass sie sich immer sehr viel Mühe macht mit Danksagungsvideos und auch ich da öfter mal benannt werde. Das finde ich mal toll und ist auch so ein Teil dieser gegenseitigen Unterstützung. Darüber hinaus hat sie immer sehr leckere Gerichte, auch viele so ein bisschen vegetarisch angehaucht. Guckt gerne mal rein, absolut super. Verlinke ich euch unten und hier oben. Der zweite Kanal, den ich euch vorstellen möchte, ist die Chaotenküche. Auch dort findet ihr interessante Rezepte und darüber hinaus auch noch interessante Produktvorstellungen. Ich bin immer wieder überrascht, was sie dort immer so in den Geschäften findet und mal vorstellt an Neuerungen. Schaut ruhig rein, auch das verlinke ich unten und oben. Ein weiterer Kanal, den ich euch hier gerne mal vorstellen möchte, ist auch Kais Kanal. Ist auch noch ein ziemlich kleiner Kanal. Schaut gerne mal rein. So, genug jetzt der Worte hinsichtlich dieser Challenge. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Video, zu meinem Maggi-Gelee. Was genau ist Maggi-Gelee? Ja, wie der Name schon sagt, ist Maggi-Gelee, also Wackelpudding aus Maggi. Hört sich für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen seltsam an, aber hier im Norden, ganz speziell im Speckgürtel hier von Hamburg, und ich komme aus Buxtehude, das ist der Speckgürtel von Hamburg,
ist es ganz normal und eine typische Beilage, wenn du Bratenaufschnitt beim Schlachter kaufst. Dann gibt es immer Maggi-Würfel, also Maggi-Gelee in Form von Würfeln, immer dazu. Und als meine Mutter früher, als ich noch Kind war, immer diesen Bratenaufschnitt bzw. diese Maggi-Gelee-Würfel mitgebracht habe, war es immer das erste meiner Tätigkeiten, diese Maggi-Würfel wegzuschnabulieren. Und in der Folge waren alle immer ein bisschen maulig, weil keiner mehr welche abgekriegt hat. Da man die aber auch nicht kaufen kann und die Verkäufer und Verkäuferinnen immer relativ geizig mit der Mitgabe dieser Maggi-Gelee-Würfel waren, musste man sie also in der Folge immer selber machen. Und das habe ich irgendwie so für mich adaptiert. Das mache ich auch relativ regelmäßig. Eigentlich ist das schon fast eine ständige Einrichtung in meinem Kühlschrank, kann man sagen. Immer so eine Schüssel Maggi-Gelee zu haben. Ja, und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Die Zutaten sind ein Anteil Maggi, 8 Anteile Wasser und 4 Blatt Gelatine, bezogen jetzt auf 500 Milliliter ungefähr. Statt Wasser könnt ihr auch Braten vornehmen, wenn ihr ihn habt. Ansonsten tut's aber eben auch Wasser. Ja, beide Flüssigkeiten jetzt einfach in einem Topf zusammenmischen und vorsichtig erwärmen, aber nicht kochen. Die Gelatine, die wir im kalten Wasser eingelegt haben und aufgeweicht haben, jetzt kurz ausdrücken und dann in der warmen und nicht kochenden Maggi-Wassermischung auflösen. Das heißt eben so lange rühren, bis sich die Gelatine komplett aufgelöst hat. Wenn das der Fall ist, alles vom Herd nehmen. Anschließend die Flüssigkeit in ein geeignetes Gefäß umfüllen, abkühlen und fest werden lassen. Und das war's auch schon. Jo, Waggelpudding aus Maggi. Mal kurz testen. Ja, etwas milder als Maggi direkt aus der Flasche. Ich mag das einfach wahnsinnig gerne. Allein dieser würzige Geschmack. Manchmal habe ich auch einen Heißhunger auf irgendwas Salziges. Und wenn ich dann nicht gerade auf die Tüte Chips greifen will und sowas gerade im Kühlschrank habe, dann nehme ich da meistens einen Löffel von und dann ist die Sache eigentlich auch schon gegessen. Schon ist der Heißhunger nach Salzigen erledigt. Also hat insofern auch so eine kleine kalorienarme Variante in sich. Ja. Ich wollte es euch, wie gesagt, hier einmal vorstellen. Meine Kochsünde, meine kulinarische Leiche. Ja, wie gesagt, guckt euch mal in den anderen Kanälen gerne mal um. Auch ich freue mich selbstverständlich, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst bei einem normalen Video wieder. Ja, bis dahin, bis die Tage, euer Freddy.